das Ding hierauf. Na, ein Abstand, damit wir an die Maschine rankommen können. Kommt das Ding hier hin, du kommst dahin, du nimmst von oben, schiebst es nach irgendwo da. Du bekommst von da und machst damit gar nichts. So. Okay, Strom habt ihr alle. Dann bräuchten wir ein Kabel. Boom. Es ist nicht irritiert, dass sie einmal zwischendurch blinken. Stellt euch mal vor, hier wäre irgendwas Hochsensibles. Also sobald ihr ein Redstone-Signal bekommt, werden drei Plattformen weggesprengt. Das macht ihr nur, wenn 300 Hühnchen im System sind. Dann drückt man irgendein Kabel und hups, alles leuchtet mal ganz kurz und drei Plattformen werden weggesprengt. Das ist sehr komisch. Du da... Schon wieder 300 Hühnchen. So, dich stampfen wir jetzt da rein. Wir müssten mehr als genug Perlen haben. Das Ding hat den Überlaufschutz. Es werden ja nicht jetzt unendlich Enderperlen reingestopft, sondern es wird nur so viele Enderperlen reingestopft, bis der Tank hier voll ist. Und dann der Tank hier voll ist. Und dann ist Stopp. Und dann werden wir immer noch 1000 Enderperlen haben. Also ich weiß gar nicht, warum ich so viele mitgenommen habe. So. Hier haben wir jetzt Resonant Ender. Wir brauchen Buckets. Und dann brauchen wir das ganze Pulverzeug. Dann brauchen wir Tinbarren. Da. Und die müssen dann einen Pulverizer. Und ich brauche meine Buckets. Also eigentlich brauche ich nur einen, weil ich sie immer wieder neu nachfüllen kann. Aber ich nehme mal zwei. Die können zurück. Also Pulverized Tin stellen wir gleich her. Und Shiny-Zeug. Das war Platin. Wir haben keinen Platinbarren. Okay. Könntest du das da bitte machen und das da? Haben wir überhaupt schon? Oh, oh. Wir haben kein Platin, oder? Gold. Was? Gold, Silber und eins war frei. Ich glaube, wir haben gar nicht an Platin gedacht. Das ist jetzt unpraktisch. Denn wir haben es jetzt im System. Und eventuell nicht genug Fluid-Dinger. Molten-Platin. Juhu. Okay. Es artet schon wieder aus. Ich wollte eigentlich jetzt die Jetpacks bauen. Aber gut, du dahin warte, bis Platin genug da ist. Dann machen wir kurz hier, dass er da Platin reinschubsen soll. Und dass er das bitte auch gleich rauspumpt. Weil wir brauchen das Zeug. So. Zwischendurch noch ein Toastbrot essen. Oder zwei oder drei. Oh, und noch eine sehr wichtige Sache. Questbuch. Das habe ich völlig ignoriert. Es sollen ja dezent viele Änderungen im Questbuch gewesen sein. Und ich habe keine Ahnung, wie unsere alten Quests übernommen wurden. Also, schablam. Was? Achso, die Story wurde wohl ein bisschen abgeändert. Okay. Wir haben 8 Lebenspunkte. Wir haben einen Reward, den wir claimen können. Das ist gut. Das da, Auto-Packaging. Halbes Herz. Okay. Es gibt eine repeatable Quest, um Zombies zu töten. Was gibt's dafür? Ein halbes Herz und 4 Äpfel. Das, ja. Also ich bin definitiv der Meinung, von dem, was ich bisher gesehen habe, jeder Patch macht es einfacher. Also allein schon der Auto-Packager. Der ist übelst überpowered. Und jetzt das hier. Also ich glaube, permanent sterben in diesem Mod geht jetzt nicht mehr. Einfach ein Mob-Raum machen und Zombies töten, dann kriegst du durchgehend Herzen. Also ja, da steht irgendwie bei, passiv gekillte gehen nicht oder so, oder das muss selber sie töten. Aber jetzt mal im Ernst, 4 Zombies töten selber ist kein Problem. Wir brauchen einen Precision Sledgehammer. Den baue ich mal kurz. Precision, das ist auch ein interessantes Wort, ein Präzisionsvorschlaghammer. Ding. Aus Plastik. Und wir hätten gern dich. Bam. Darkwood Saplings, ja genau. Weg mit dir. Herzen auch weg. So, nochmal kurz reingucken. Dann sollte ich aber eigentlich mal weiterarbeiten. Moving Power, Hardened Energy, Leadstone Energy, Rednet Energy Kabel.
Ein paar interessante Generatoren. Na, das können wir demnächst mal machen. Ein Spawn-Squid herstellen. Okay, das soll jetzt einer der wenigen Punkte sein, wo das Spiel schwieriger geworden ist durch den Patch. Man braucht jetzt wohl irgendwie andere Sachen, um die Spawn-Eier herzustellen. Müssen wir mal gucken. Ein Auto-Brewer leicht gemacht. Okay, was haben wir sonst? Hell's Kitchen. Sieht aus wie vorher. Steel-Powered Flight. Sieht aus wie vorher. Ich glaube, das ist auch so wie vorher. Habe ich aber ehrlich gesagt nicht so wirklich drauf geguckt. Und bei den Magiesachen, keine Ahnung. Ich bin nicht so der Magiefan. Oder wenn, dann eine Welt nur mit Magie. Also ich habe immer gerne nur Magie oder nur Technik. Ein Mischmasch davon finde ich absolut komisch. Also ich bin auch kein so ein absoluter Shadowrun-Fan, wo das ja auch beides drin ist. Also das Pen and Paper-Spiel. Das finde ich irgendwie komisch. Gerade bei Minecraft, das ist komisch. 64 Glas und 64 Clear Glas, das ist mal eine einfache Quest. Also wir können definitiv schon, wenn wir mal eine Questfolge einlegen wollen, recht viel abschließen. Ja, das sind die fiesen Sachen. Obwohl, okay, eine Oil Can ist nicht wirklich fies. Was haben wir hier? Was zur Hölle? Ein Liquid DNA, weil ein Gelid Cryotheum Bucket, das waren mal 10.000 Buckets und 1.000 Buckets Seed Oil. Ne? Ihr wisst, wie schwer ein Bucket Seed Oil ist. Wir haben 30 Folgen lang Weizen abgebaut, um Samen zu bekommen, und wir hatten 4 Buckets am Ende. Wir brauchten 1.000 für die Quest vor dem Patch. Jetzt brauchen wir einen. Das finde ich sehr komisch. Also es kann sein, ich gehe davon aus. Ich gehe einfach davon aus, das kann nicht sein, so wie es ist. Ich denke, wenn wir jetzt einen davon machen, steht ja auch Unlocks One Quest Elsewhere. Also wenn wir eins davon jetzt machen, dann geht das nächste auf. Und dann steht da, haha, wir wollen mehr als einen. Mach uns 100. Dann macht man 100 und dann, haha, wir wollen mehr als 100. Mach uns 100.000. Und dann ist das ganze Spiel wieder schön schwer. Also, es ist ein bisschen langweilig, weil es einfach nur eine höhere Zahl ist und nicht wirklich eine andere Herausforderung, weil die Maschinen alles machen. Aber ja, das wäre wirklich sehr komisch, wenn sie alles auf 1 reduziert hätten. Ich kann ja einfach mal ein Seed Oil herstellen, warte mal. Und mir fällt auch gerade ein, ich steige mich sehr nach Sachen rein, ohne richtig nachzudenken. Also, wenn ich aufnehme und wenn ich spiele. Normalerweise halt nicht. Jetzt habe ich mich ein bisschen drin versteift. Seed Oil Can. Ja, einfach machen und gucken, anstatt stundenlang drüber zu reden. Gib mir eine Can. Da. Und gib mir Seed Oil. Molten Shiny Bucket. Das war richtig. Das war ein Leck. Okay. Seed Oil. 21 Buckets inzwischen. Das ist schon mal gut. Flop. Seed Oil Can. So, dann gucken wir mal. Manual Detect. Claim Reward. Aha, sehr gut. Oh, und das ist eine wiederholbare Quest. Alle 7 Tage kann man sie einmal wiederholen. Und wir brauchen. Gut, sehr gut. Also, ignoriert vollkommen war alles, was ich gesagt habe. Das mache ich ja immer gerne. Stundenlang reden und danach sagen, pff, weg damit. Ist egal. Das hat irgendein Politiker auch gemacht. Was geht nicht mein Geschwätz von gestern an? Ich glaube, das war der, der immer raucht und so auf klugscheißerisch macht in Politik-Sendungen heutzutage. War mal Bundeskanzler. Egal. Das sind schon mal schöne Belohnungen. Aber 160.000 Seed Oil ist eine Menge. Definitiv. Und das wird bei anderen ähnlich sein. Also man hat jetzt wohl richtig, richtig viel zu tun. Die Frage ist nur, wozu? Wozu, verdammt? An die Purple Princess, Attune Throne. An die kommt man auch normal ran, oder? Also ich sehe nicht so hundertprozentig, warum wir das machen müssten. Also ja, es ist immer eine Herausforderung, man kann sie auch erfüllen, aber so hohe Zahlen finde ich schon ein bisschen komisch. Na gut, also wir wollten eigentlich, was machen? Wir wollten genau Platin. Shiny, Ingot, Ding, Bom, da. Du,
da, du da, füll Platin da rein, füll Platin da rein, mach Platin Dingsans. Auseinandernehmen, geht das genauso mit dem Auto-Packager? Fällt mir jetzt gerade so ein. Platin. Wo ist der Platin-Block? Mein Platin ist weg. Platin. Okay. Wir haben keine Iron Blocks. Ich bin irritiert. Block. Ah, da. Shiny. Ah, die heißt nicht Platin, sie heißt Shiny. Okay. Du dahin zerlegen. Du kommst jetzt mit. Wir brauchen jetzt die Pulverizer. Und zwar den da. Ne, den da. Das ist der endgültige. Du zerhackstückelst mit dem das und schmeißt das nach hinten raus. Du zerhackstückel mal das und schmeißt es hinten raus. Und du zerhack... Was ist denn hier los? Wir haben keinen Kobbel mehr. Ah, okay. Stimmt, wir haben... Uns wurde auch in den Kommentaren geschrieben, ich habe es nur vergessen. Wir haben jetzt ja die Anzahl an Verbrauchern erhöht. Haben wir? Ja, genau, also die Anzahl der Verbraucher hier. Wir haben mehr Pulverizer. Wir haben aber nicht mehr Kobbel. Das heißt, entweder könnten wir jetzt unsere Quadruple Compressed Cobblestone zerlegen oder... Wir bauen einfach noch ein paar Ignis Extruder. Da. Ein. Was? Wir haben keine Servos mehr. Ernsthaft? Okay. Aluminium da. Bam. Stack. Sehr gut. Rein. Da. Ja komm, bau gleich 6 Stück davon. Dann brauchen wir ein Bucket Wasser, ein Bucket Lava. Haben wir praktischerweise gleich dabei. Das bräuchten wir für jeden davon, ne? Ugh. Okay. Und dann noch ein Importer jeweils. Davon fehlen auch noch welche. Importer, da. Ein. Jungs. Kabel kriege ich hin, Sticky Pisten. So. Kabel rein. Gib mir 5. 6. Okay. Wo kommen die hin? Gute Frage. No? Hallo, türkiser Schleimball, den wir einfangen sollten, ne? Ja, den sollten wir einfangen. Der kann erstmal da rumhüpfen, den sammeln wir später ein. So, hier sind schon ein paar von euch. Die müssen aber eigentlich weg. Weil hier muss eine Brücke hin. Das heißt, die lassen wir nicht da. Du bist absolut nicht angeschlossen und up to date. Hier sind keine Kabel. Ich glaube, ich tue das hinten in den Schmelzofenraum mit rein. So, hier in der Ecke oder so. Oder hier. Dann war noch Platz. Okay. Keine Ahnung, warum ich das jetzt so gebaut habe. Ja, das ist Schwachsinn. Du, weg. So, so, so. Okay, ein normales Kabel. Importer, 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 Importer. Drauf, hinter, drauf, 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 drauf. Und dann jedem händisch das Zeug geben. So und so. Und dann einstellen, dass er das nach unten rausschmeißen soll. Klick, klick. Kobbel wird abgepumpt, okay.
Buckets. Gib mir Buckets. So. Flüssigkeit. Hälfte der Buckets. Erstmal richtig Flüssigkeit einstellen. Lava. Hälfte der Buckets. So. Flop. 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 Wir haben kein Wasser mehr im System. Oh Mist. Wir hatten mal eine Maschine, die stellt Smoothstone her, ne? Ich glaube, die habe ich nicht ausgemacht. Kann ich hier irgendwo Wasser klauen? Also erstmal du an. Du bist nämlich unser Wasserproduzent gewesen, glaube ich. Ja, okay. Wasser kommt. Haben wir noch Platz für Wasser? Ja, sehr gut. Es wird nur instant verbraucht. Okay, wo ist der Übeltäter? Einer von euch macht bestimmt... Ne, Kobbel, Kobbel, Kobbel. Ah, wo? Ich hab den bestimmt irgendwo versteckt. Böser Girogon in der Vergangenheit. Wo hast du den Smooth Stone Generator versteckt? Das bleibt nur noch oben, oder? Ja. Nö. Oder haben wir sonst irgendwo noch Wasserverbrauch? Ich wüsste nicht wo. Ah, hier? Ja, du bist es. Okay, du machst nur noch Kobbel. Gut. Okay. Menno, das wäre jetzt doof gewesen. So, du, jetzt haben wir genug Wasser im System. Richtig. Jetzt machen wir 5 Buckets mit Wasser. Und die sollten eigentlich alle hier runter. Nein, nicht aus Versehen Platin reinkippen. So, du, du, du. Du, du. Du kannst weg. Du, du. Gut. Also. Lava, 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 Lava. Wasser, 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 Wasser. Alle stehen schön Kobbel her, alles wird abgepumpt, alles ist gut. Das Ganze könnte man oben drauf nochmal machen und später weiter ausbauen. Es gibt auch wesentlich bessere Setups, aber es war mir nur wichtig, dass wir erstmal irgendwas davon haben. So, dann haben wir ganz viel Heimer und Hunger. Und in den nächsten Folgen kümmern wir uns dann endlich um die Jetpacks, dass wir die ganz, ganz tollen Jetpacks haben. Und am besten auch gleich gepanzerte Versionen davon, damit wir im Neta weniger Probleme haben. Dann gucken wir uns die Quests an, ob man da irgendwas Schönes noch abschließen kann. Und da war noch irgendwas, was habe ich vergessen. Daran versuche ich mich bis zum nächsten Mal zu erinnern. Also, bis gleich.